Heute geht es etwas um Projektmanagement. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Lasten- bzw. Pflichtenhefte. Was heißt, es gibt heute mal kein Tutorial in dem Sinne, sondern wir diskutieren einfach diese beiden Bereiche einfach mal ein bisschen durch. Und ich erkläre euch im Prinzip, wie man das Ganze aufbaut, beziehungsweise warum das Ganze so wichtig ist. Und als erstes müssen wir mal klären, was sind eigentlich Lasten- und Pflichtenhefte. Und dazu beginnen wir direkt mit dem ersten Punkt. Los geht's! So, als erstes klären wir, was ist ein Lasten- bzw. Pflichtenheft. Und das Ganze ist relativ schwer, weil es gibt keine eindeutige Definition. Es gibt zwar einige Bereiche, wie beispielsweise das Bauwesen oder auch andere gezielte Bereiche, wo praktisch Lasten- und Pflichtenheft sogar per DIN-Norm gezielt sind. Was heißt, da muss man wirklich nach Schema F durchgehen. Das Ganze trifft aber nicht überall zu. Lasten- bzw. Pflichtenhefte sind aber relativ einfach einzuordnen. Das Lastenheft ist praktisch die Anforderungsseite des Kunden an euch. Und das Pflichtenheft ist das, was ihr dem Kunden liefert. Wie man das Ganze auslegt für sein Projekt, ist einmal dahingestellt. Was heißt, so gut wie jeden, den ich kenne, hat verschiedene Anforderungen, geht verschieden vor. Manche sagen, okay, ich mache das immer nach Schema F, manche machen für jedes ein eigenes. Aber wichtig ist, dass man es macht. Und grundsätzlich bedeutet das, das Lastenheft ist das, was der Kunde zu Beginn des Auftrags an euch heranbringt. Was heißt, dort steht drin im besten Fall, was möchte er eigentlich? Wie ist der Ist-Zustand des aktuellen Projektes, beispielsweise der aktuellen Webseite des Kunden? Was möchte er genau haben? Wie soll das Ganze umgesetzt sein? Das Ganze sollte möglichst genau beschrieben werden, also so, dass jeder, der das Lastenheft liest, exakt weiß, um was es geht, allerdings so offen, dass man sich nicht zum Beispiel im Lastenheft schon auf ein bestimmtes CMS festlegt, dass man sich auf eine bestimmte Vorgehensweise in der Entwicklung festlegt, auf bestimmte Plugins, Sprachen und so weiter. Aber es muss halt grob definiert sein, so dass jede Funktion, jede Funktionalität abgedeckt wird. Was heißt, da sollte drin stehen, okay, welche Farben sollten genutzt werden? Gibt es schon Farben? Gibt es ein Corporate Design? Soll das Ganze per Content Management System, also einem CMS, verwaltet werden? Gibt es verschiedene Benutzer? Was für Funktionen soll die Webseite haben? Ich will ein Kontaktformular, ich will Produkte verkaufen, ich will vielleicht einen Online-Shop oder ich möchte eine Login-Funktion für meine Kunden oder sowas. Das sind alles Anforderungen, die im Lastenheft stehen sollten, auf dem ihr dann als Entwickler, als Freelancer, als Agentur oder was auch immer einfach überlegt, okay, das möchte er von uns haben. Darauf basierend kann ich ein Angebot erstellen. Was heißt, anhand des Lastenhefts erstelle ich ein Angebot, wo ich dann einfach festlege, okay, das wollen Sie von mir haben. Und ich fasse das dann selbst zusammen in das sogenannte Pflichtenheft. Und das Pflichtenheft ist meine Herangehensweise. Was heißt, ich sage zum Beispiel CMS, man will nur zwei kleine Felder ändern, dann ist WordPress oder Typo einfach zu groß. Was heißt, ich empfehle dann sowas wie PageKit, dass man einfach sagt, okay, mit PageKit kann man das wunderbar ändern, das ist leicht aufzusetzen, das nehmen wir als CMS, das ist die Lösung für Ihre Anforderungen in dem Bereich. Dann sage ich, okay, man möchte gerne beispielsweise ein Kontaktformular, dann kann man überlegen, okay, man baut es selbst, man kauft es ein, man nutzt ein Open-Source-Kontaktformular, was auch immer. Man kann praktisch für die einzelnen Punkte, die im Lastenheft aufgeführt werden, sucht man im Pflichtenheft dann praktisch Antworten, die man dem Kunden gegenüber als Verpflichtung repräsentiert. Und das Wichtige ist im Prinzip dieses Wort Verpflichtung. Und das bringt uns zum Punkt Nummer 2. Und das ist, wozu brauche ich ein Lasten- bzw. Pflichtenheft? Und das ist ganz einfach. Und zwar, wenn ihr vor allem im Softwarebereich tätig seid, egal ob ihr Apps entwickelt, ob ihr Webseiten baut, ob ihr irgendwas anderes programmiert, aber auch wenn ihr im grafischen Bereich tätig seid, braucht ihr eine Checkliste, wann euer Auftrag wirklich fertig ist. Was heißt, wenn man sagt, okay, ich entwickle eine Webseite, dann wäre die Definition, die Webseite ist fertig, sehr offen. Man kann nicht sagen, okay, die Webseite ist fertig. Sondern in dem Pflichtenheft steht 1:1, stehen bei mir beispielsweise Punkte drin, wo ich am Ende sagen kann, ja oder nein. Was heißt, jeder Punkt in meinem Pflichtenheft kann ganz einfach mit ja oder nein beantwortet werden. Und wenn überall ja ist, dann habe ich den Auftrag abgeschlossen. Alles, was ich dem Kunden gegenüber, die Verpflichtung, die ich eingegangen bin, wurden erfüllt. Und so ist es einfach eindeutig für mich und den Kunden, wann der Auftrag abgeschlossen ist. Und das Ganze ist so wichtig, weil beispielsweise im Laufe eines Auftrags, wie die Erfahrung zeigt, dann nochmal, okay, können wir nicht noch das mit reinmachen? Können wir nicht noch das mit reinmachen? Können wir nicht noch das mit reinmachen? Und diese Punkte im Prinzip werden durch das Pflichtenheft abgedeckt. Was heißt, in dem Moment, wo der Kunde gesagt, okay, der Auftrag passt so, das Pflichtenheft ist für mich in Ordnung, dann sage ich im Prinzip, okay, das Ganze ist für mich auch, passt so, wir können loslegen. Wenn dann etwas vom Kunden kommt, was nicht im Pflichtenheft steht, dann gehört das nicht mit zu diesem Angebot und muss praktisch extern berechnet werden. Was heißt, vor allem, wenn ihr praktisch später das Ganze per Geld, also über Geld, also es um Geld geht mehr oder weniger, oder ihr das beruflich macht, dann wird das Ganze sehr wichtig, weil sonst verhaspelt ihr euch in einer Webseite
in immer mehr Details, weil vom Kunden immer noch Vorschläge kommen, die am Anfang gar nicht Teil des Projektes waren. Deswegen ist es so wichtig, ein Lasten- bzw. Pflichtenheft zu Beginn des Auftrags zu definieren, um einfach das Auftragsvolumen, vor allem wenn ihr Fixpreise macht, im Vorfeld festzusetzen, sodass ihr sagen könnt, hey, das steht da aber nicht drin, und sodass der Kunde auch sagen kann, hey, du hast gesagt, das gehört damit dazu, also warum ist es nicht auf der Webseite beispielsweise? So weiß einfach jeder genau, woran er ist, und deswegen ist es so wichtig, ein Lasten- bzw. Pflichtenheft zu erstellen, auch wenn es etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die nächste Frage ist, braucht man wirklich immer ein Lasten- bzw. Pflichtenheft? Und hier ist die Antwort relativ einfach, ja. Nicht immer in der Form, dass man dafür ein eigenes Dokument anlegt, dass man im Vorfeld sich Gedanken macht, das Ganze ausformuliert, vielleicht Fließtext schreibt. Bei einer großen Website kann so ein Pflichtenheft leicht mal 10, 15 Seiten in Anspruch nehmen. Sowas macht man natürlich nicht immer. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich brauche ein Logo, dann sollte aber zumindest im Auftrag drin stehen, in welchen Formaten wird das Logo am Ende übergeben, wie viele Feedbackschleifen sind inklusive, um welche großen Anforderungen geht es, also beispielsweise das Logo soll in einer gewissen Größe zu lesen sein, das Logo soll in verschiedenen Formaten ausgegeben werden und so weiter. Und diese ganzen Punkte kann man leicht einfach im Angebot mit aufschreiben, sodass man wirklich einfach was hat, woran man sich orientieren kann, was zum Auftrag gehört und ab welchem Punkt der Auftrag abgeschlossen ist. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man für jedes Projekt ein Lasten- bzw. Pflichtenheft nutzen, auch wenn es nicht immer so heißt. Das heißt, man sollte sich aber im Vorfeld eine schriftliche Version im Prinzip seines Auftragsumfangs anfertigen. Wie gesagt, bei kleinen Sachen einfach mit ins Angebot. Ansonsten einfach eine kleine DIN A4-Seite auflisten, dort einfach eine Liste runterschreiben, und das Ganze ist einfach oder hat einfach mehr Hand und Fuß, als wenn man das Ganze mündlich oder nur per E-Mail bespricht. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt, und zwar wie ein Lasten- bzw. Pflichtenheft eigentlich aufgebaut ist. Und ein Lastenheft bekommt ihr, wie gesagt, vom Kunden. Das sind die Anforderungen des Kunden an euch, an das Projekt. Und für die wenigsten Kunden ist der Begriff Lastenheft wirklich verständlich. Was heißt, die wissen im Normalfall eigentlich nicht, was das ist. Das ist allerdings ein Problem, weil man sich dann natürlich mit der Umsetzung schwer tut. Und ihr könnt es nur relativ schwer machen, weil ihr nicht wisst, was das Projekt eigentlich genau ist. Ihr werdet ja erst von dem Kunden gefragt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr so einen Fragenkatalog formuliert, beispielsweise mit, um was geht's, was ist das Budget, wie ist der Ist-Zustand, irgendwelche Termine, Fristen, was soll es können, wer soll es verwalten, auf welchen Browsern soll es laufen, soll es mobil sein, soll es nicht mobil sein und so weiter. Das heißt, diese ganzen Fragen einfach mal runterschreiben, dem Kunden schicken, der soll diese einfach in schriftlicher Form in Fließtext oder in Aufzählungen einfach mal beantworten, und das ist im Prinzip dann für euch das Lastenheft. Natürlich ist es besser, wenn jemand auf der gegenüberliegenden Seite steht, der genau weiß, was er macht, allerdings ist das seltenst der Fall. Deswegen finde ich auch diese Vorgehensweisen von den Lehrbüchern oder den Best Practice Beispielen relativ schwer, weil versucht mal jemanden zu erklären, was ein Lastenheft ist oder worauf es bei einem CMS ankommt, wenn er noch nie im Leben diese Wörter gehört hat. Deswegen schreibt am besten saubere, kleine Fragen, die jeder versteht, wo er weiß, was er machen soll, und lasst die beantworten und sprecht mit dem Kunden. Das heißt, helft ihm dabei, das zu erstellen, weil nur so könnt ihr wirklich effizient ein Pflichtenheft anlegen. Und das Pflichtenheft, ja, das hat natürlich ein paar mehr Punkte, und das wird von euch erstellt. Und da sind zum Beispiel solche Punkte drin wie eine kurze Projektbeschreibung am Beginn, zumindest mache ich das immer. Dann wird geguckt, was ist eigentlich der Ist-Zustand? Was heißt, ich erfasse einmal den aktuellen Zustand. Dann gucke ich, woher gibt es Texte, woher gibt es Bilder, woher gibt es andere Elemente, die ich für die Umsetzung meines Projektes brauche. Und wie werde ich das machen? Werde ich die einkaufen? Werde ich dafür andere Freelancer, beispielsweise Fotografen oder Texter engagieren? Und so weiter. Der nächste Punkt ist Funktionalität. Was soll die Webseite wirklich können? Was heißt, soll es durchs Backend verwaltet werden können? Wenn ja, was ist das Backend? Welches CMS nutze ich? Nämlich WordPress, Typo, nämlich PageKit oder nämlich gar keins? Oder diese ganzen Funktionen werden einfach aufgelistet. Dann ein wichtiger weiterer Punkt ist die Qualität, also sind Qualitätsmerkmale. Beispielsweise garantiere ich die Seite, dass die valide ist am Ende, dass da CSS valide ist, dass HTML valide ist, dass JavaScript gut performt, dass beispielsweise bestimmte Page-Speed-Werte erreicht werden und so weiter. Auf welchen Browsern die ganze Webseite später laufen soll, was heißt, die neueste Version, dann liste ich einfach die Version auf beispielsweise. Diese ganzen Punkte sind relativ wichtig für beispielsweise das Pflichtenheft. Umso mehr ihr dort reinsteckt, umso mehr Vorfeld definiert wird, umso weniger Fragen gibt es im Prinzip später, die zu klären sind, beziehungsweise die zu Problemen führen könnten. So, und das bringt uns zum letzten Punkt, zu den Vor- und Nachteilen eines Lasten- bzw. Pflichtenhefts.
Und hier ist einfach der Punkt, der große Nachteil, wie ihr euch wahrscheinlich gedacht habt, es kostet Zeit. Und zwar eine Menge Zeit und es macht keinen Spaß. Das heißt, diese beiden Nachteile werdet ihr nicht umgehen können. Das Problem ist allerdings, auch wenn es vielleicht mal eine Woche in Anspruch nimmt, diese E-Mails hin und her zu schreiben, das selber zu schreiben, die Stunden, die man davor setzt, es lohnt sich. Und das sind einfach die Vorteile. Und zwar einmal, ihr könnt wirklich präzise Angebote schreiben. Was heißt, ihr wisst ja genau, um was es geht. Nachdem ihr so ein Pflichtenheft geschrieben habt auf 8 Seiten, wisst ihr exakt, wie die Webseite aufgebaut ist. In der Zeit hat man schon die gesamte Webseite durchdacht. Ihr wisst die Struktur, ihr wisst die Funktionen, ihr wisst, was für ein Arbeitsaufwand dahinter steht. Im besten Fall steht im Pflichtenheft schon drin, wann was gemacht wird. Was heißt, ihr habt einfach schon einen Zeitplan für die nächsten Wochen, um dieses Projekt durchzuplanen im Prinzip. Wann welche Elemente von außen kommen, beispielsweise Texte, Bilder, Icons und so weiter. Oder ob die einfach gekauft werden online, was auch immer. Es steht alles definiert, was heißt, eure Angebote werden dadurch hundertprozentig viel, viel, viel präziser. Dann Punkt Nummer 2 ist, ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Und das gilt nicht nur für euch, sondern auch für eure Kunden. Was heißt, dadurch, dass ihr praktisch sagt, das kann ich, kann der Kunde sagen, okay, das bekomme ich und weiß genau, woran er ist. Das gleiche gilt für euch. Ihr wisst, was ihr liefern müsst. Wenn ihr alles geliefert habt, dann seid ihr fertig. Dann seid ihr das, also ist das Projekt beendet. Und wenn noch irgendwas dazu kommt, dann ist das etwas Externes, was neu berechnet werden muss, was nicht Teil des Angebotes ist. Was heißt, genau das kann praktisch einfach dafür sorgen, dass man sich nicht so verrennt in, hey, ich habe da letztens noch was gesehen, können wir nicht noch das auf der Webseite mit einbauen? Obwohl ihr schon fast fertig seid und denkt so, das verändert alles, da muss ich die gesamte Struktur nochmal ändern. Was heißt, in dem Moment, wo ihr praktisch das Ganze einmal im Vorfeld definiert, seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Und das nächste ist natürlich auch für euch Zeitplanung, Projektmanagement. Das sind 2 Punkte, die ich schon mal in einem Video angesprochen habe. Und ihr könnt einfach anhand des Pflichtenhefts genau wissen, okay, das muss ich machen. Wie schon gesagt, im besten Fall steht im Projekt, also im Pflichtenheft drin, wann was gemacht werden soll, in der Reihenfolge mehr oder weniger. Und danach könnt ihr arbeiten. Das heißt, ihr habt einfach einen Plan, nach dem ihr arbeiten könnt. Einfach, wo ihr Sachen durchstreicht, okay, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und könnt euch einfach so vorarbeiten, ohne dass ihr irgendeine wichtige Funktion vergesst. Und diese ganzen Punkte, diese Vorteile von Pflichten Lastenheft, macht es eigentlich mehr als wert, diese 2 Stunden, 3 Stunden im Vorfeld mit dem Kunden zu reden, sich ein Projektplan zu erstellen, dann sich ein paar Stunden hinzusetzen, das ganze Ding in schriftlicher Form einfach mal aufzuschreiben. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich. Also vergesst auf gar keinen Fall, ein Lasten- oder Pflichtenheft zu erstellen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Falls ihr vielleicht selbst irgendwelche Meinungen oder Ansichten zu diesem Thema Lasten- und Pflichtenheft habt. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung Facebook, Twitter, Instagram, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt, oder aber auch Amazon Affiliate Links, wo ihr einfach irgendwas kauft und diesen Channel etwas, ja, finanzielle Unterstützung bringt, was in ein neues Mikrofon umgesetzt wird. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.